Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, eigentlich gibt's den The Buying Corp Adventskalender gar nicht bei uns zu kaufen, aber eine wundervolle Abonnentin von mir, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, wollte meine Neugierde ein bisschen stillen und sagte, Mensch, Claudi, soll ich dir den mal zukommen lassen? Und ich so, ja! Also vielen, vielen Dank, meine Liebe, an dieser Stelle. Und ja, ich darf ihn euch vorstellen und werde ihn auch gleich ruckzuck wieder an Sie weiterschicken. Denn es hat sich so zugetragen, dass es eine Facebook-Gruppe gibt. Und in dieser Facebook-Gruppe war eine wundervoll liebe Lady, die sagte, Mensch, ich fahre da einfach mal hin und kaufe ein paar und dann lose ich hier mal aus, wer in der Gruppe den haben will. Und dann kann ich euch den ja weiterschicken. Alter Schwede, so ein großes Herz, ist echt krass, Leute. Und ja. Meine Abonnentin hat halt dort die Möglichkeit gehabt, sich den Adventskalender zukommen zu lassen, denn normalerweise 139 Euro kostet. Dafür muss man aber leider entweder in die De Beinkorf Parfümerie direkt nach Holland fahren oder in Holland halt irgendwie wohnen. Und ja, ich wohne zwar in der Nähe der holländischen Grenze, aber für mich ist es auch nicht so leicht, mal eben so dahin zu fahren. Nun, auf jeden Fall darf ich ihn euch vorstellen und alle Kläppchen mit euch zusammen auspacken. Ich mache den Tisch ein bisschen frei und ja. Er ist wirklich sehr, sehr schwer und sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich finde den einfach nice. Warum macht The Buying Corp das? Warum liefern die das Schätzelein nicht mehr nach Deutschland, ne? Oh Mann, der ist ungefähr doppelt so groß wie letztes Jahr, würde ich sagen. Also so vom Gefühl her, oder? Ja, man kann das hier so aufschieben und hat dann dieses wunderschöne Design hier drin. Und ja, wir machen den mal auf, oder? Hier soll übrigens ein Warenwert von 600 Euro drin sein. Und dann, also... krass, oder? Dann schauen wir mal in die Nummer 1 hinein. Da haben wir ein Produkt von Olaplex mit 100 Millilitern drin. The Original Olaplex Hair Perfector Repairs and Strengthens. Ich bin da ja immer ein bisschen vorsichtig. Denn ich habe jetzt von vielen Seiten immer wieder gehört, dass Olaplex, da muss man immer aufpassen, was du damit kombinierst und so weiter und so fort. Ne? Ja, deswegen habe ich mich da einfach noch nicht dran getraut. Bin ich ganz ehrlich, habe den Hype noch nicht mitgemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das wirklich so ist, dass man da so super krass aufpassen soll oder ob man da trotzdem wilde Sau weiter Sachen durcheinander verwenden darf. Ich glaube, mit Keratin und so muss man so aufpassen, ne? Wow, wie groß kann man einfach ein Kläppchen machen? Hier habe ich jetzt die Nummer 2. Alter Schwede, haben die... Das ist so gemein. Wie frech. 50 Milliliter von der Kiehl's Ultra Facial Cream. Die ist richtig gut, ne? Die habe ich auch schon mal verwendet. Die hatten wir ja schon mal in kleineren Größen immer mal wieder so irgendwo mit drin. Und hier einfach mal eine 50 Milliliter Riesengröße. Hammer. Also der ist online auch noch verfügbar. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, jemanden in Holland wohnen zu haben, kann man sich den, glaube ich, auch immer noch einfach bestellen, ne? Einfach. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir ein kleineres Tübchen drin. Von Marlene & Goetz ist das ein Mojito Lip Balm. 10 Milliliter, kannst du volle Elle gebrauchen. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, wo ich sagen würde, ja, in einem Adventskalender eine Lippenpflege, eine Handpflege ist durchaus sinnvoll, ne? Braucht man halt. Hier haben wir die Nummer 4. Was haben die hier für geile Produkte drin? Color Wow Dream Coat Supernatural Spray 50 Milliliter. Ja, es gibt aber auch Adventskalender, wo das mit drin ist, die man in Deutschland kaufen kann. Zum Beispiel von Purish, Leute. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den mal verlinkt. Also, das ist sehr, sehr gut. Das machst du dir halt als Leave-In 3 bis 4 Mal pro Woche rein und dann föhnst du dir die Haare und dann werden die halt wirklich glatt und glänzend und gesund und das ist ein geiles Produkt. Ich glaube, die hatten bei The Buying Corp einfach nicht die Möglichkeit, so viele Adventskalender zu produzieren, sodass sie den deutschen Markt nicht mehr abdecken konnten. Und deswegen haben die sich dagegen entschieden, das nach Deutschland zu liefern. Könnte ja möglich sein, weil im Prinzip ist es ja nichts... Also die verdienen ja auch echt Geld mit solchen Adventskalendern, jetzt mal ohne Flachs. Was für ein Grund hätte das sonst? Also ich würde sagen, die haben nicht genug Stückzahlen bekommen. Und wir sind einfach zu krass. Super schwer ist auch hier der 5. Dezember. Alter Schwede. Molten Brown, ja, Delicious Rhubarb and Rose Bath and Shower Gel, der Wahnsinn, 300 Milliliter. Ich glaube, sonst hatten wir so eine kleine 100 Milliliter Größe in dem The Buying Corp Adventskalender. Krass. Rhabarber und Rose. Anders krass, oder? Ja, bislang noch nicht so viel dekorative Kosmetik, bin ich ehrlich, ne? Aber trotzdem... So geile Produkte in so großen Größen halt auch, ne? Nikolaus, der 6. Dezember. Juliet has a gun, not a perfume. Das ist ein toller Duft. Das ist eine Miniatur quasi mit 10 Millilitern. Und ich glaube, dass das kein Sprayer ist, sondern halt wirklich so eine
Sammelminiatur, die man so hat. Ne? Ich versuche mal. Ja, das ist kein Sprayer. Und mir wurde gesagt, ich darf auch dran riechen. Das riecht relativ schwer, hat auch eine zitrische Note dabei. Ich blende euch die Duftnoten mal ein. Aber auch was Herberes. Also mein Duft wäre es nicht. Ich bin ja eher so eine Süße, ne? Oder Blumige, was so Düfte angeht. Aber wie wunderschön sieht dieser Flakon auch aus. Also krass. Ja, die Nummer 7 ist auch wieder so riesig, ne? Und auch echt schwer. Ich glaube, das ist teuer. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch irgendwo in einem anderen Adventskalender drin. Balmain Paris Leave-In Conditioning Spray. Wahnsinn. 200 Milliliter sind hier drin. Und ja, das ist halt eine Leave-In-Pflege, wenn du deine Haare schon gewaschen hast, dass du es einfach in den Haaren drin lässt. Und ja, das soll dann ordentlich die Haare pflegen. Soll hydratisieren, ohne auswaschen. Krass. Also krass, weil so groß, ne? Ist Hammer. Ach, guck mal, die Seiten musst du abnehmen. Da sind hier noch mehr Kläppchen. Und ich habe mich schon gewundert, warum das so wackelig ist. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Ich vermute hier dekorative Kosmetik, weil es etwas leichter ist. Nee, die haben ja einfach direkt hinterher noch ein Parfum reingemacht. Ex Nihilo Paris. 7,5 Milliliter Gold Immortals. Ich glaube, von der Reihe hatten wir letztes Jahr auch eins drin. Und das hatte die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place drauf, als wir zusammen auf dem Dalton-Event waren im Herbst. Und das roch so gut. Ich weiß nicht, ob das das hier war. Ich darf es ja riechen, ne? Das riecht auch tatsächlich eher nach etwas, was mir gefällt. Also nicht das Juliette Segan, das ist nicht so meine Welt, aber das hier ist mehr meins. Das ist ein bisschen schwerer, hat aber auch blumige Sachen mit dabei. Also für mich wäre das hier tatsächlich eher meins, aber wie gesagt, Duftnoten stehen da. Dann seht ihr wahrscheinlich irgendwelche Sachen, so wie Jasmin oder keine Ahnung, ne? Die halt sowieso voll meins sind und dann, ja, passt das eh. 7,5 Milliliter und das ist ein Sprayer. Das finde ich auch richtig, richtig cool, dass auch die Leute dann glücklich gemacht werden, die nicht die Miniaturen sammeln, sondern die einfach praktischerweise einen Sprayer schon direkt haben möchten. Ich muss gestehen, dass ich mir im Vorfeld auch nicht angeschaut habe, was hier drin sein könnte, also auch nicht auf der Homepage, weil ich mich selber nicht spoilern wollte und deswegen bin ich wirklich geflasht davon, was für Produkte hier drin sind und auch irgendwie ein bisschen wehmütig. Dann schauen wir mal, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Na, jetzt wollen sie es aber wissen, ne? 10 Milliliter von Tamin London Patiala. Das ist ein Eau de Parfum. Okay. Ja. Sieht für mich von der Verpackung her eher maskulin aus. Oh mein Gott, wie schön kann ein Flakon sein? Ja. Ich meine, guckt euch das mal an. Das hat mich hier gerade begrüßt, als ich die Verpackung aufgemacht habe. Und das ist ja auch so geriffelt, ne? Und dann halt so blau. Wird wahrscheinlich sehr maritim, sehr aquatisch riechen. Das ist tatsächlich, also entweder ist es ein Unisex-Duft oder es ist halt eher ein maskuliner Duft. Ich darf das auch sprühen, ne? Aber ich, ne, weil ich rieche halt gerade nicht so super viel. Ich nehme da was wahr, was mich auch ein bisschen an Baccarat Rouge erinnert tatsächlich. Ja, das erinnert schon ein bisschen da dran. Das ist interessant. Aber ich würde sagen, es ist ein Unisex-Duft. Das hat auch irgendwas einhüllend weiches, sanftes, aber schon schweres. Da muss man aufpassen mit den Kopfschmerzen. Und das ist Baccarat Rouge lässt grüßen, sage ich euch. Ne? Also das Tuch kommt hier mal zur Seite. Und der Deckel ist super schwer. Ich glaube, dass es kein günstiges Düftlein sein wird. Wow. Und ich durfte sprühen und riechen. Dankeschön. Hammer. Ja, und dafür ist der Debeinkorb Adventskalender ja auch bekannt, ne? Dass hier teilweise auch Düfte drin sind, die wirklich besonders sind, so Nischendüfte. Ne? Und ich finde es halt auch klasse, dass wir jetzt schon zwei Sprayer drin hatten. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Also wirklich, Maison Francis Kurian Paris Gentle Fruidity. Alter Schwede, 5 Milliliter. Ich habe hier irgendwie gerade so eine Parfümader gefunden. Ne? Das hätten die vielleicht ein bisschen besser aufteilen können, aber ich bin hier gerade so ein bisschen himmlisch unterwegs. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es großartig. Sehr, sehr cool. Auch wieder ein Sprayer. Das ist ja affengeil. Ich mag das gar nicht sprühen. Da sind doch nur 5 Milliliter drin. Aber das andere von gerade war richtig krass unterwegs. Also das rieche ich hier im ganzen Raum. Ich muss gleich erstmal lüften hier. Und bei irgendeinem Adventskalender, ich weiß nicht mehr bei welchem, hatten wir auch von Maison Francis Kurian so eine 5 Milliliter Geschichte mit einem Sprayer mit dabei. Aber es war nicht diese Duftrichtung, glaube ich. Das ist voll meins, weil das super sanft und süß riecht. Das ist ganz aufregend. Sehr, sehr subtil.
Vielleicht sogar ein Stück zu wenig für mich. Also das könnte man vielleicht super kombinieren mit anderen Düften, die etwas intensiver sind, weil das hier so eine Warmherzigkeit mit sich bringt. Mega angenehm. Aber du wirst es nicht doll riechen, ne? Also das ist halt so eine Sache, wie man das halt gerne hat, aber es riecht sehr, sehr angenehm. Warum das Fluidity heißt, weiß ich nicht. Ach, nicht Fluidity, sondern Fluidity. Aber Gentle auf jeden Fall, weil das sehr sanft ist. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, habe ich jetzt hier. Haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Ich meine, gut, die kriegst du auch im Lookfantastic Adventskalender, wo du mit Claudie Welt das Schätzelein für 105 Euro bekommst. Aber der hier hat schon krassen Inhalt insgesamt. Okay, also die MAC Deck Mascara ist das. In der Full Size. Ne? Krass. Also die ist wirklich gut. Die kannst du super schichten und die macht auch ein tolles Ergebnis. Ist nicht so mega krass, wawawum, wie das Bürstchen es vermuten lassen würde, meine Meinung, ne? Oder meine Erfahrung. Aber die macht schon ordentlich weit auf den Wimpern drauf. Und die macht auch ein schönes Ergebnis, definitiv. Und 12 Milliliter ist der Wahnsinn. Einfach mal hier die MAC Deck Mascara noch mit bei. 139 Euro kostet der Adventskalender. Dann ist es auch okay, ne? Eine Full Size drin zu haben. Aber allein die kostet ja schon ihre 30 Euro. Ich packe auch alles wieder total vorsichtig in diese Folie, in diese ne, Tüchergeschichten, Backpapier ein, weil ich so ehrfürchtig bin bei diesem Adventskalender. Halbzeit, die Nummer 12. Wir haben hier von OPI ein Natural Nail Base Coat, 15 Milliliter, kann man immer gut gebrauchen. Also ich mag sehr, sehr gerne Nagelpflege und ich finde auch, dass so eine ja, Base Coat und Farblack und halt Top Coat ne, und sowas, das gehört halt auch in den Adventskalender rein, wenn es um Beauty geht und dementsprechend freue ich mich da sehr, sehr drüber, dass das hier mit drin ist, auch wenn ich es nicht behalten kann, aber mega gut. Dann schauen wir mal, was im 13. Dezember drin ist, denn jetzt haben wir die zweite Hälfte. Bis jetzt richtig krass. Also theoretisch wäre das dann ja quasi, dass man für die eine Hälfte 70 Euro bezahlt hätte. Auf jeden Fall. Also ich glaube, allein wegen der Parfums geht die Party schon richtig ab. Ne? Klar, ein bisschen mehr dekorative Kosmetik wünscht man sich, aber man geht halt weiter. Ist dann jetzt hier einfach in der 13 drin. Ist okay. Oh, krass, Lars. 4,8 Gramm. Und dann vor allem auch noch in der Farbe, die nicht immer nur Orgasm ist, sondern es ist die Farbe Deep Throat. Ist das krass oder ist das krass? Hammer. Also dieses Packaging von NARS ist natürlich wunderschön, ne? Ja, eine wunderschöne Farbe. Die ist nämlich mal anders als das Orgasm, weil hier hast du nicht so super viel Schimmer drin. Das ist schon etwas subtiler und mehr so dem aktuellen Zeitgeist entsprechend, weil ich glaube, mittlerweile sind diese mega shiny Blushes auch gar nicht mehr so super in. Mag ich sehr gerne leiden. Also ein toller, subtiler Ton, den man auch toll im Alltag tragen kann. Hier habe ich jetzt den 14. Dezember. Und da geht es mit Pflege weiter. Kevin Murphy Fresh Hair Dry Shampoo. Ein Trockenshampoo mit 100 Millilitern. Verwenden auch super, super viele. Ich bin jetzt nicht so der Trockenshampoo-Fan, aber ne, das ist halt dem geschuldet, dass ich hier jetzt aktuell sowieso mit hier Weihnachtsmütze den ganzen Tag gefühlt sitze und meine Haare dementsprechend aussehen. Das heißt, ich muss sie auch jeden Tag waschen. Aber ich glaube, dass viele sich über Trockenshampoo in einem Adventskalender freuen. Zimmer! Ich will euch nicht meine Meinung sagen. Kennt ihr das? Ihr habt irgendwo bestellt. Irgendwo ist gut. Ich bestelle aktuell sehr viel. Und ihr kriegt ständig diese, sagen Sie uns Ihre Meinung. Füllen Sie diesen Fragebogen aus. Ich möchte das nicht. Hast dich extra nicht zum Newsletter angemeldet, aber kriegst dann trotzdem nochmal entweder von Trusted Shops oder von Schlag mich tot irgendwo nochmal eine Nachricht, dass du irgendwas machen sollst. Nein, gar keinen Bock. Der 15. Dezember ist richtig schwer und da kommen sie einfach mal mit einer Full Size von Paula's Choice daher. Clear, Pure Normalizing Cleanser, Blemish Prone Skin, 177 Milliliter. Krass. Also das ist richtig krass. Zweiter Schritt vom Double Cleansing oder wenn du halt nicht so super viel Dick Make-up drauf hast, reicht das normalerweise auch als alleiniger Schritt aus, ne? Ey, warum haben die, also ich finde es so frech. Ich habe ja damals mal in Holland eine Zeit lang gearbeitet. Vielleicht kriege ich dann noch irgendwie einen Kontakt raus, dass irgendwer irgendwo in Holland sich den hinschicken lässt oder ich lasse es da hinschicken und dann hole ich mir das ab, wenn ich demnächst da irgendwie mal, ne? Das ist aber halt auch irgendwie bekloppt. Naja, schauen wir mal, der 16. Dezember. Living Proof Perfect Hair Day. Ein Shampoo mit 60 Millilitern. Ich glaube, Living Proof ist auch eine sehr, sehr angesehene Marke. Deswegen ist es auch schön, dass es drin ist. Mal gucken, vielleicht haben wir noch den dazu passenden Conditioner hier mit am Start. Das wäre ja auch echt cool. Und ja.
Mag ich. Na toll. Ich habe einfach nicht mitbekommen, dass meine Kamera aufgehört hat aufzunehmen. Also, ich weiß nicht, wo ich stecken geblieben bin. Auf jeden Fall habe ich gesagt, oh, guck mal, ich habe jetzt den Adventskalender hingelegt, weil die Nummer 17 ist hier unten drin. Und ich wollte da halt nicht irgendwie was kaputt machen oder so, weil dann wird natürlich einiges runterrutschen. Habe ich jetzt hier rausgenommen und den Adventskalender halt, wie gesagt, kurz hingelegt. Und hier habe ich von Dr. Vranjes Firenze ein Homespray mit 25 Millilitern und das ist in der Duftrichtung Ambra. Das sieht wunderschön aus. Also das ist halt ein Raumspray und nicht irgendwie für den Körper oder so gedacht, ne? Also dass man halt einen entsprechenden Mut für zu Hause schaffen kann. Das riecht total würzig, auch sehr weich, also weich im Sinne von, wenn ich das so im Wohnzimmer habe oder so, ne, wenn dann auch ja, im Dezember der Tannenbaum steht und so. Das ist sehr, sehr angenehm. Also das passt in die Zeit. Mann, das ist so schön. Auch für den 18. Dezember lasse ich den mal besser liegen. Hier haben wir jetzt was Leichteres drin. Ein Schwämmchen. Miracle Cleansing Sponge. Antimikrobisch quasi. Infused with Probiotics. Prep Skin for Make-up. Also das ist wie so eine Art ja, Gesichtsreinigung oder Peeling, würde ich jetzt mal so sagen. Schwämmchen anfeuchten auf das Gesicht. Einmassieren und abspülen. Sehr, sehr interessant, ne? Ich bin bei sowas immer ein bisschen vorsichtiger, weil ich so eine sensible Haut habe. Aber ich glaube, dass viele das ziemlich cool finden. Exfoliating steht hier auch, ne? Also es soll sanft sein, aber halt auch in dem Sinne exfoliating sein, weil du ja ein mechanisches Peeling durch die Oberfläche von dem Produkt hast. Aber trotzdem sehr cooles Produkt, weil noch nie vorher irgendwo gesehen. Weiter geht die wilde Reise in der Weihnachtswoche am 19. Dezember. Und hier haben wir einen alten Bekannten drin. Ja, das Produkt kenne ich. Das ist das Moroccan Oil. Für die Haare ein Treatment mit 25 Millilitern kannst du dir super in Längen und Spitzen geben, einfach um die Haare zu pflegen. Und da man halt so im Dezember, also halt quasi auch ja im Winter halt, ne, wenn da Winter ist, man weiß es ja nie so genau, alles verschiebt sich, da hast du auf jeden Fall alles etwas trockener, auch die Haare. Und dann habe ich immer so ein Frizz-Gedönsen und da kommt sowas richtig, richtig gut. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Produkt, was auch schön die Haare pflegt, ne? Und ja, passt hier definitiv sehr gut in das ganze Sortiment rein. Und schon sind wir auch schon beim 20. Dezember angekommen. Der Endspurt Richtung Weihnachten beginnt. Ja, Hourglass. Ist okay. Hau rein, ne? Ultra Slim High Intensity Refillable Lipstick. Hammer. Oder? 9 Gramm. At Night ist die Farbe. Ich meine, ja, wir hatten auch letztes Jahr Hourglass im Adventskalender mit drin. Confession, okay. Aber das war halt das Puder, glaube ich, oder? Was war denn da letztes Jahr drin? Weiß ich nicht. Irgendwas, was ich leider schon hatte. Das hier wäre jetzt etwas, was ich noch nicht habe. Oh, ich glaube, Jennys Highlights hat die doch gezeigt, ne? Sehr, sehr schwer. Sieht ein bisschen aus wie so eine, ja, Gewehrkugel, ne? Richtig krass. Oh, auch eine wirklich schöne Farbe. Sehr, sehr tragbar. Aber ich glaube, das sind nicht 9 Gramm. Das sind, glaube ich, 0,9 Gramm. Oder sind das 9 Gramm? Punkt 9 Gramm. Das weiß ich nicht. Muss ich herausfinden. Aber so ein Hourglass Lippi in der Full Size hier mit drin zu haben, mit Beipackzettel, ist, glaube ich, echt eine geile Sache. Wobei, The Beinkopf liefert hier nicht mehr nur den Adventskalender nach Deutschland, sondern die liefern ja generell nicht mehr nach Deutschland. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht war das so, dass halt quasi über das ganze Jahr dort nicht wirklich gekauft wurde und halt nur die Adventskalender und die sich gedacht haben, boah, nee. Keine Ahnung. Weiß da jemand was? Schreibt es gerne in die Kommentare. Der 21. Dezember. Pixi bei Petra. Glow Tonic mit 100 Millilitern. Da ist Glykolsäure mit drin. Also das ist ein Toner, den du ja quasi dann vor, also nach der Reinigung und vor der generellen Skincare aufträgst. Und Glykolsäure hat so eine leicht peelende Eigenschaft. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Also erstmal gucken, ne? Schaut euch das Video gerne von mir an. Da habe ich mal ein bisschen was zu erzählt, wie eure Haut das so verträgt. Und dann kann man das auch entsprechend integrieren. Aber ich würde es erstmal vorsichtig machen. Und schon sind wir am 22. Dezember angelangt. Hier haben wir M01, Molecule 01, Eccentric Molecules. Eau de Toilette, oh. Guck mal, das kommt sogar aus Berlin. 30 Milliliter. Das lasse ich jetzt aber auch zu, ne? Weil das ist halt komplett auch noch hier original verpackt. Das mache ich jetzt nicht auf. Es ist halt wieder ein Parfum.
Das ist schon krass, ne? Also, wie viele Düfte man hier bekommt, wie viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen auch so auszuprobieren und wirklich auch super unterschiedliche Düfte, die hier drin sind, sodass halt jeder irgendwie auch glücklich gemacht wird. Und das finde ich echt nett. Der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember, prädestiniert dafür, dass die irgendwas reinpacken, dass man sich duscht. Finde ich immer sehr humorvoll. Nee, Caudalie, eine Reinigungslotion mit Salicylsäure, biologische ätherische Öle, Weintraubenwasser, 200 Milliliter, der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Ich meine, wir hatten jetzt eben auch einen Toner hier drin enthalten, aber Glykolsäure ist AHA, ist dann halt eher so Richtung gegen Falten. Salicylsäure, BHA, ist dann eher so gegen Unreinheiten. Hier würde ich dann wirklich sagen, für Leute, die ihre Erdbeerwoche haben oder die halt einfach Unreinheiten haben und dem Ganzen entgegenwirken möchten, vielleicht ölige Haut, ne, sowas. Und das andere, die AHA-Säure, vielleicht eher so Richtung altersbedingte Geschichten bekämpfen. Falten hier, Falten da, Falten hopsasa und genau, vielleicht auch für trockene Haut, ne? Und ich finde das ziemlich geil. Ja, haben wir hier auch mit drin. Denn tatsächlich ist ja auch die kalte Jahreszeit, der Winter ist auch mehr so die Zeit der Säuren und da kann man natürlich echt abgehen, ne? Heiligabend selber ist relativ klein, aber dann schauen wir trotzdem mal hinein. Von Dr. Barbara Sturm. Ja, das ist krass. Super Anti-Aging Eye Cream mit 3,5 Millilitern. Das ist ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt und in dem englischsprachigen Raum, so Richtung Amerika zum Beispiel, richtig gehypt. Ne? Ich habe auch schon das ein oder andere Produkt aus Adventskalendern von dieser Marke ausprobiert. Fand's okay, würde aber tatsächlich immer wieder dann auch zu meinen bekannten Marken gehen, die vielleicht auch nicht unbedingt super günstig sind, aber wo ich persönlich einfach einen viel, viel besseren Effekt einfach mit der Zeit auch gemerkt habe und wo ich einfach auch ein sehr hohes Vertrauen in die Marke habe. Ja, das wird auch sehr, sehr gut sein. 3,5 Milliliter ist wenig, aber ganz ehrlich, das ist teuer. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele sagen, 3,5 Milliliter von der Augencreme an Heiligabend ist blöd. Aber hey, es gibt ja noch eine Tür Nummer 25. Und die gönnen wir uns doch einfach nochmal zum Schluss. Nummer 1. Wir haben hier drin eine Mitgliedschaft von irgendwas, keine Ahnung. Ist auf Holländisch geschrieben und ist ja auch gar nicht für mich, aber da ist irgendeine Mitgliedschaft halt drin. Und dann haben wir noch was von Charlotte Tilbury natürlich hier drin. Alto Valley. Und zwar, ist das nicht ein neues Produkt? Glowgasm Beauty Light Wand High Blush. Und zwar 12 Milliliter in der Farbe Pink Gasm. Ich mache die Verpackung vorsichtig auf, aber nicht das Produkt. Hier haben wir dann einmal die Tube. So schaut das Ganze aus. Es ist extrem cool, dass hier eine Full-Size von drin ist. Und ich finde auch, dass die Farbe sehr gefällig ist. Also das ist nichts irgendwie super krass Außergewöhnliches, aber halt auch nichts Langweiliges. Es ist etwas, was jeder irgendwie wahrscheinlich feiern wird. Und deswegen sowas von verdient in der 25. Es ist Hammer. Und so große Größen hat nicht mal Charlotte in ihrem eigenen Beauty-Kästchen drin für 200 Euro. Also mal im Ernst, ne? Dieser Adventskalender wäre in Deutschland eingeschlagen wie eine Bombe. Kannst du nicht anders sagen, weil so geniale Produkte hier drin sind. Das ist so toll gemacht, so durchdacht. 139 Euro ist eine Stange Geld, aber ich glaube, dass viele da gesagt hätten, Mensch, den hole ich mir, den gönne ich mir. Da ist einfach vieles vereint von dem, was ich einfach in einem Adventskalender sehen möchte. Und ja, deswegen schade drum, dass The Buying Corp gesagt hat, nö, nach Deutschland wollen wir den nicht liefern. Schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare, falls ihr den euch gekauft hättet, denn dann sieht The Buying Corp das vielleicht. Also ich werde die safe auch irgendwie verlinken, dass sie das mitbekommen, dass ich hier ein Video poste. Denn ich glaube, dass viele Leute sagen, den hätte ich gerne gehabt, das wäre eine schöne Sache. Also liebes The Buying Corp Team, und wenn es nur für die Adventskalendersaison ist, öffnet die Toren, lasst uns doch einfach eintreten. Das wäre super, super cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich den auspacken durfte. Also da bin ich auch meiner Zuschauerin extrem dankbar. Und ja, das ist nicht selbstverständlich, ne? Muss ich ehrlich sagen. Und ja, das finde ich sehr, sehr cool. Dankeschön. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.